Ja, hallo meine Lieben. Ich stehe jetzt hier vor der Waldenhäuser Brücke. Der Zugang ist gesperrt. Wie ihr seht, die gesamte Kreuzung ist hier gesperrt. Man kommt gar nicht mehr nah genug dran. Gestern Abend wurden schon die Schilder aufgestellt für die Umleitung. Das Herzstück hier in Marburg, die Waldenhäuser Brücke. Man sieht sie jetzt in der Mitte. Dort sind auch Schlösser angebracht von den Liebespärchen hier aus Marburg. Die hatten sich dort verewigt. Das wird jetzt über ein halbes Jahr dauern. Die Brücke ist vom 18. Jahrhundert und war das Verbindungsstück vom Erlenring bis hierhin zur Oberstadt, zur alten Uni und so weiter. Ja, die Stadt Marburg hat zu viel Geld. In diesem Sinne. Das Herzstück aus Marburg, Waldenhäuser Brücke, wird nun jetzt schon zertrümmert. Und sie wurde ja schon mal restauriert und jetzt fangen sie nochmal an. Das Moderne zerstört das Alte. Leider. Wir sind alle sehr traurig darüber. Selbst die Fußgänger müssen jetzt außen rumlaufen. Beim Cineplex, über die Mensabrücke, zum Erlenring. Ja, viel Spaß bei diesem Video und wir sind alle sehr traurig. Die Stadt Marburg hat zu viel Geld. Da alles gesperrt. Ich müsste jetzt wirklich 2 Kilometer laufen, um an die Schlösser heranzukommen. So, wie ihr seht, es gibt keinen Zugang mehr zur Brücke. Chance gleich null. Ich hätte heute Nacht schon hier hinlaufen müssen, aber das war mir ein bisschen zu kalt. Minus 15 Grad und dann raus hier mitten in der Nacht, ist nicht unbedingt nötig, oder? Aber ich hätte so gern nochmal die alten Schlösser aufgenommen. Man sieht es direkt hier an dem Gitter, in der Mitte. Wer die Möglichkeit hat, das zu vergrößern am Computer, der kann die Schlösser noch erkennen. Und der Bagger ist schon seit gestern Abend da, nicht seit heute Morgen, sondern schon seit gestern. Alles gesperrt, jeder Zugang. So, in diesem Sinne, mir frieren die Finger ab. Es geht nicht weiter. Ich wundert es, dass das Handy noch bestehen bleibt bei der Kälte. Bei Nacht und Nebel wurde die Brücke gesperrt. So, in diesem Sinne, wie ihr seht, ist die Lahn fast zugefroren. So kalt ist es. Morgen sind es 13 Grad minus am Tage und nachts fast 20 Grad minus. So, viel Spaß bei diesem Video. Schön das Eis, oder nicht? Eis ohne Ende. Und es schneit es auch noch ein wenig. Boah, schön kalt. Hier, wo das Haus steht, jetzt rechts, da sind ja die alten Schlösser angebracht. Und wie gesagt, die Brücke ist über 200 Jahre alt. Ich habe unseren Hausverwalter nochmal gefragt. Er ist ja nun Marburger. So, bis gleich. So, da muss man erst drauf kommen. Hier ist der Fußgängerbereich mitten auf der Straße, wie man sieht. Jetzt habe ich doch das Vergnügen, noch näher ranzukommen an diese Brücke. Hier sieht man schon den Bagger. Es wird schon alles aufgerissen. Hier auch. Hier vor der Dresdner Bank oder Commerzbank sieht man noch die zerstörten Ampeln. Sie wurden zu Kleinholz verarbeitet, leider Gottes. Und ich hoffe, dass ich nochmal an diese alten Schlösser komme.